In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie der Profibus-Stecker an einem Profibus-Kabel angeschlossen wird. Dazu benötigen wir lediglich folgende Werkzeuge: einen Seitenschneider, einen Schraubendreher und ein Abisolierwerkzeug. Zuerst lockern wir die Schraube auf der Verbindungsseite des Steckers und öffnen die Plastikhauben. Anschließend wird entweder ein starres oder flexibles Profibus-Kabel in das Abisolierwerkzeug eingeführt und mit Hilfe des Haltemechanismus festgeklemmt. Das Abisolierwerkzeug wird mehrmals gedreht, bis zwei Schnitte entstehen: ein vorderer, etwas tieferer, und ein hinterer, der nur den äußeren Mantel trennt. Das Kabel wird nun aus dem Abisolierwerkzeug entnommen. Danach werden im vorderen Teil der Mantel mit dem Schirm und im hinteren Teil nur der Mantel entfernt. Anschließend werden die beiden weißen Zugentlastungen vorsichtig entfernt, wobei darauf zu achten ist, dass das grüne und das rote Kabel nicht beschädigt werden. Nun wird überprüft, ob das Kabel richtig vorbereitet wurde. Die Maße sollten im vorderen abisolierten Teil 11 mm, im hinteren Bereich 6 mm betragen. Danach werden die grüne und die rote Ader in die dafür vorgesehene grüne und rote Öffnung eingeführt und die Plastikzungen mit Hilfe der Finger heruntergedrückt. Die Kontaktierung der A- und B-Leitung erfolgt mittels Schneidklemmtechnik. Ein zweites Profibus-Kabel wird auf die gleiche Weise angeschlossen. Um die Montage zu beenden, wird nur noch die Befestigungsschraube angezogen. Die Profibus-Stecker sind in 4 Ausführungen erhältlich: 0, 45 und 90 Grad mit Diagnose-LEDs und in 90 Grad auch ohne Diagnose-LEDs.